Bevor sie die Schule beenden, machen die Schüler Fotos und schreiben in ihr Tagebuch, was sie in der Schule am lustigsten fanden. Jeder Schüler kann sich an eine interessante Geschichte erinnern, aber nicht der Nerd Matif. Der einzige besondere Moment, der ihm widerfahren ist, war der Erhalt eines Stipendiums der Universität. Aber wenn er darüber als interessante Geschichte schreibt, werden ihn die anderen nur auslachen. Als Präsident des Studentenrates geben Matif und seine Freunde bei einer Schulversammlung bekannt, dass sie $25.000 gesammelt haben, um Samnang, einen brillanten Hikshol-Schüler aus Kambodscha, zu versetzen. Nach der Versammlung sieht Matif neidisch zu, wie seine beliebten Klassenkameraden die Schule verlassen und zum Strand fahren, um sich zu entspannen. Matif möchte sich ihnen anschließen, um einmal in seinem Leben herumzualbern. Aber seine Freunde weigern sich mit der Begründung, sie müssten zum Unterricht gehen. Matif steigt in sein Auto und fährt zum Strand. Dort wird er von einem Polizeiauto verfolgt und bei der Verfolgung verunglückt das Polizeiauto. Es stellt sich jedoch heraus, dass dies nur Matifs Fantasie ist. Zu Hause erzählt er seinen Eltern, dass er eine Rede für Vertreter der Georgetown University einstudiert, die ein Stipendium an den Absolventen mit dem besten moralischen Charakter vergeben wollen. Als er später nach draußen geht, um den Müll rauszubringen, sieht er eine neue Nachbarin namens Danielle. Sie war so schön, dass Matif seine Augen nicht von ihr lassen konnte. Als er in sein Zimmer zurückkehrt und aus dem Fenster schaut, sieht er, wie sie sich auszieht. Plötzlich wendet sich das Mädchen ihm zu und Matif versteckt sich verlegen. Bald darauf betritt das Mädchen selbst das Haus. Das Mädchen sagt, sie sei gekommen, um vorübergehend zu bleiben, während ihre Schwester weg ist. Matifs Eltern bitten ihn, das Mädchen herumzuführen. Also steigen sie ins Auto und fahren durch die Gegend. Matif entschuldigt sich dafür, dass er sie unerlaubt beobachtet hat. Das Mädchen ist bereit, ihm zu verzeihen, aber es gibt eine Bedingung. Der Mann muss sich mitten auf der Straße ausziehen. Während Matif tut, was sie sagt, geht Danielle weg. Einige Minuten später kehrt er jedoch zurück und sagt, sie habe einen Scherz gemacht. Sie halten in einem nahegelegenen Café. Das Mädchen erzählt ihm, dass sie ihren Job gekündigt hat und nun plant, aufs College zu gehen. Sie fügt auch hinzu, dass sie keinen Freund hat. Matif sagt, dass sein Leben langweilig ist und gibt zu, dass er mit einem Mädchen ausgehen möchte, um sein Leben interessanter zu gestalten. Danielle nimmt seinen Nachbarn mit nach Hause. Während des Unterrichts, als Matif in Erinnerungen an den Vortag schwelgt, taucht Danielle auf und bietet ihm an, aus dem Unterricht zu verschwinden. Der Junge willigt ein und sie verbringen den Tag zusammen. Das Mädchen führt den Jungen zu einem unbekannten Haus. Dann zieht sie sich aus, springt ins Wasser und lädt Matif ein, sich ihr anzuschließen. Matif ist sehr nervös. Gerade als sie sich küssen wollen, ertönt die Stimme des Vermieters. Es stellt sich heraus, dass es das Haus des Schuldirektors ist. Sie verlassen das Haus so schnell wie möglich und gehen zum Haus von Matifs Freunden. Seine Freunde sind überrascht, was für eine heiße Mitbewohnerin er hat. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur Party von Derek, dem beliebtesten Jungen der Schule. Dort können alle Jungs ihre Augen nicht von dem hübschen Mädchen lassen. Auch Hunter bemerkt das hübsche Mädchen und beginnt mit ihr zu flirten. Um seine Chance nicht zu verpassen, geht Matif auf das Mädchen zu und küsst sie. Seine Freunde bewundern seine Tapferkeit. Am nächsten Tag erfährt Eloy, für wen Danielle arbeitet, und eilt sofort zu Matif. Es stellt sich heraus, dass Danielle in Erwachsenenfilmen mitspielt. Als der Junge das erfährt, wird er sehr wütend. Eloy hingegen findet das cool und schlägt vor, das Mädchen in ein Hotel einzuladen. Zu Hause angekommen, lädt er das Mädchen zu einem Date ein. Matif bringt sie in ein billiges Hotel und kauft eine Flasche Wein. Das Mädchen versteht, was der Mann will, und beginnt, sich auszuziehen. Aber sie hält sofort inne und fragt: Ist es das, was du willst? Matif weiß nicht, was er antworten soll, und das frustrierte Mädchen geht. Ein paar Tage vergehen, und Matif schämt sich für sein Verhalten. Also beschließt er, um Vergebung zu bitten. Doch dann taucht ein Typ namens Kelly aus dem Nebenzimmer auf. Alle drei gehen in einen Stripclub, wo Kelly enthüllt, dass er Produzent von Erotikfilmen ist und Danielle seine Hauptdarstellerin ist. Früher hatten sie eine romantische Beziehung, aber jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Matif wollte mit Danielle reden, aber sie scheint immer noch einen Groll gegen ihn zu hegen. Am nächsten Tag in der Schule bemerkt Matif, dass Kelly nach Mädchen für seinen Film sucht. Er will den Film direkt beim Abschlussball drehen und ist sich sicher, dass er ein Erfolg wird. Ein paar Tage später sieht Matif, wie Danielle mit Kelly zu einem Filmfestival für Erwachsene fährt.
Matif versucht, sie aufzuhalten, aber sie geht und sagt, sie könne ihre Vergangenheit nicht abschütteln und gehöre nicht in diese Stadt. Matif holt sich die Unterstützung seiner Freunde und geht ihnen nach. Drinnen angekommen, zückt Eloy seine Kamera, aber in diesem Moment halten ihn die Wachen auf. Sie sehen Daniel vor der Menge stehen. Der Mann will sich bei dem Mädchen entschuldigen, aber Daniel will nicht mit ihm reden und bittet ihn, nach Hause zu gehen. Bald wird der wohlhabende Produzent Hugo auf Daniels Schönheit aufmerksam. Er bietet ihr einen Job an, aber Kelly will ihren Stern nicht so schnell verlieren. Als Matif ihr Gespräch unterbricht, führt Kelly ihn aus der Menge und sagt ihm, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Als die Freunde merken, dass es nicht funktioniert, beschließen sie, nach Hause zu gehen, aber Matif will nicht einfach aufgeben. Matif lässt das Stück Papier in Danielles Hand und geht mit den Worten: Ich weiß, dass du ein gutes Mädchen bist. Daniel öffnet das Papier und sieht, dass es eine Zeichnung ist, die sie selbst an dem Tag gezeichnet hat, an dem sie sich kennengelernt haben. Am nächsten Tag, als Matif seine Rede probt, taucht Daniel auf. Es stellt sich heraus, dass sie beschlossen hat, von Kelly wegzulaufen, um ihr Leben zu ändern. Das Mädchen nimmt den Jungen mit zur Schule und sie knutschen. Später lädt Matif das Mädchen zum Abschlussball ein und sie sagt freudig zu. Plötzlich stürmt Kelly in das Klassenzimmer. Er gibt dem Jungen die Schuld für alles, was passiert ist, und nimmt ihn mit, was alle überrascht. Der wütende Kelly verprügelt ihn, hat dann aber Mitleid mit dem Jungen und gibt ihm ein Schmerzmittel. Kelly erzählt ihm, dass er $30.000 verloren hat, weil Daniel nicht zu den Dreharbeiten erschienen ist. Aber der Schüler hat nicht so viel Geld, um den Verlust auszugleichen. Kelly ist bereit, ihm die Schulden zu erlassen. Dazu muss er Daniel in Ruhe lassen und den Preis für den besten Erwachsenenfilm aus dem Haus des Produzenten Hugo stehlen. Ohne zu wissen, dass es sich um eine Falle handelt, schleicht sich Matif in ihr Haus und nimmt die Statuette an sich. In der Zwischenzeit ruft Kelly die Polizei, um Matif zu verhaften. Aber er entkommt der Polizei und ruft seine Freunde um Hilfe. Gemeinsam gehen sie zu einem Nachbarhaus und holen das Mädchen ab. Plötzlich verhält sich Matif im Auto seltsam und streichelt seine Freunde. Es stellt sich heraus, dass Kelly ihm eine andere Pille statt eines Schmerzmittels gegeben hat. Matif steht immer noch unter dem Einfluss der Pille und er muss eine Rede halten, um ein Stipendium für die Universität zu bekommen. Sie kommen zum Galaabend. Hier verhält sich der Mann weiterhin seltsam, küsst das Mädchen, tanzt wie verrückt und lacht ohne Grund. Auf der Bühne angekommen, ist er nicht in der Lage, seine Rede zu halten. Dann nimmt er all seine Kräfte zusammen, sieht Daniel lächelnd an und sagt, dass moralische Stärke darin liegt, das zu finden, was einem wirklich wichtig ist, und dafür alles zu riskieren. Alle Gäste, die von seiner Rede tief bewegt sind, stehen auf und applaudieren. Aber sein Rivale bekommt ein Stipendium. Am nächsten Tag geht Matif zur Bank und entdeckt, dass Kelly als sein Mentor die für Samnang bestimmten $25.000 an sich genommen hat. Der Student bittet Yam, niemandem davon zu erzählen, und verspricht, das Geld zurückzugeben. Er macht sich Sorgen, weil er nicht weiß, wie er das Geld zur Bank zurückbringen soll. Bald kommen ihm seine Freunde zu Hilfe. Daniel holt sich die Hilfe seiner Schauspielerkollegen und stellt Matif Huga vor. Matif gibt ihm die Statuette zurück und erzählt ihm, dass er ein interessantes Angebot hat. Am Abend des Abschlussballs filmen Matif und seine Freunde die ganze Sache mit mehreren Videokameras. Sie kommen mit schönen Mädchen zum Abschlussball und überraschen alle Anwesenden. Hunter erkennt die Schauspielerinnen sofort wieder und spricht sie an. Währenddessen teilt Matif Hunter mit, dass er einen interessanten Vorschlag hat. Kurz nachdem sie zugestimmt haben, beginnen sie mit den Vorbereitungen für die Dreharbeiten. Matif selbst kehrt in den großen Saal zurück und beginnt mit Daniel zu tanzen. Bald hat die Crew ein Problem. Derek konnte seine Rolle vor lauter Aufregung nicht mehr spielen. Es gab niemanden, der seinen Platz einnehmen konnte. Matif wollte seinen Platz im Film einnehmen, erinnerte sich aber an Daniel und änderte seine Meinung. Da kommt ihm sein Freund Klitz zu Hilfe. Bald feiern sie das Ende der Dreharbeiten mit einem Glas Champagner in der Hand. Matif und Daniel sind allein und werden zum ersten Mal intim. Am Morgen ruft Eloy Matif an und teilt ihm mit, dass die Videos von gestern verschwunden sind. Als er das Haus betritt, sieht er, dass der Schulleiter und Kelly bereits hier sind. Kelly legt das Band auf den Tisch und beginnt, den Jungen zu bedrohen. Matif jedoch lächelt aus irgendeinem Grund. Es stellt sich heraus, dass sie keinen Film für Erwachsene, sondern einen Sexualkundeunterricht für Teenager gefilmt haben. Die Erwachsenen zeigen sich sehr beeindruckt. Schon bald wird das von ihnen aufgenommene Material ein echter Hit und verkauft sich in großen Stückzahlen.
Dadurch wird Matif zum Millionär, kauft sich ein neues Auto und lernt Samnang in seiner Heimatstadt kennen. Matif bezahlt sein Studium selbst und die schöne Danielle erwartet ihn nach dem Unterricht. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Bis bald, mach's gut!